Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2023 und begrüßen Sie recht herzlich zu Ihrem intergalaktischen Abend mit dem Musik für ein Mächtersein. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Starship MVM, das mit seiner 50-Mann-starken Besatzung seit Januar unterwegs ist, um neue musikalische Welten, neue Tonarten und neue Werke zu erforschen. Viele musikalische Lichtjahre von Mächtersheim entfernt dringen wir in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gehört hat. Rund um den Mond lautet das Motto des heutigen Konzertabends. Zu dieser musikalischen Reise ins Weltall möchten wir Sie ganz herzlich einladen und mitnehmen. Ihre interstellaren Flugbegleiter für den heutigen Abend sind Georg Decker und Helen Feistel. Der eben gesprochene Anfang ist der leicht veränderte Beginn der Weltraumserie des Raumschiff Enterprise aus den 1960er Jahren. Das Erforschen von neuen musikalischen Welten, die alle mehr oder weniger rund um den Mond fliegen, ist heute unser Leitmotiv. Mit unserem ersten Stück Saturn von Bob Remain haben wir ganz energiereich die Erde verlassen. Nach einem imposanten Raketenstart sind wir durch die Schwerelosigkeit des Alls geflogen, haben einen gefährlichen Asteroidengürtel gekreuzt und sind jetzt in der Umlaufbahn des Saturns angekommen. Dort können wir die Schönheit unseres Sonnensystems bewundern. Mit dem Stück Heaven's Light von Stephen Reinecke geht es dagegen weniger konkret um eine Weltraumfahrt. Das Werk entstand im Auftrag einer Highschool-Band aus den USA, die damit an eine tragisch verstorbene Schülerin erinnern wollte. Heaven's Light ist daher auch weniger pompös, sondern eher ruhig, klingt nachdenklich und nach innen gekehrt. Denn Sterne können nicht nur Fernweh erzeugen, sondern erinnern viele von uns an wunderbare Menschen. Machen Sie es sich gemütlich in unserem Raumschiff und genießen Sie die leisen Klänge von Heaven's Light.
Einmal Urlaub in der Schwerelosigkeit, ein Traum von vielen. Und wie viel soll der Spaß kosten? Ein paar Urlaubstage habe ich in diesem Jahr noch. Quasi ein Schnapper. Wir können nur hoffen, dass die Spendensau heute gut gefüllt wird und du deine Urlaubstage im All verbringen kannst. Ungefähr 50 Millionen Dollar für Hin- und Rückflug plus ein Tagessatz von etwa 35.000 Dollar. Für Verpflegung und Unterkunft musst du hierfür auf den Tisch legen. Und tatsächlich gab es 2022 den ersten touristischen Weltraumflug. Und wer weiß, vielleicht folgt ja bald der nächste. 50 Millionen Dollar sind doch etwas viel, denke ich. Aber Sie haben Glück, denn mit Ihrem Ticket für das Konzert heute Abend haben Sie ein richtiges Schnäppchen gemacht. Mit dem Milky Way Express steht Ihnen die 50 Mann starke Besatzung der Starship MVM bereit, um Sie auf einen klangvollen Trip ins Weltall mitzunehmen. Bist du abflugbereit, Georg? Na klar, die Starship MVM steht bereit zum Abheben auf der Kirchenallee. Dort erklingen majestätische Fanfaren, die die Größe der in der Sonne glänzenden Rakete beschreiben. Ein mitreißender Rhythmus in schnellem Tempo, vorangebracht aus dem Schlagwerk, dem Antriebsraum unseres Raumschiffes, treibt uns voran und wir verlassen den Orbit. Über den Rhythmus erklingen schwerelose Melodien der Bläser, die die Schönheit der Erde, der Sonne und der anderen Sterne um uns herum beschreiben. Lichtjahre von der Erde entfernt gleiten wir staunend über die ungeheuren Ausmaße des Weltalls durch unsere Milchstraße. Doch das Heimweh nach der Erde und nach Mechtersheim packt uns und wir machen uns zurück auf in Richtung Heimat. Thank you.
Zu den Sternen. Latein war wohl nicht deine Stärke, Helen. Nicht ganz. Aber das haben sich die Schöpfer der Fernsehserie Raumschiff Enterprise wohl zu Herzen genommen. Die Redewendung von dem römischen Philosophen Seneca wurde Wahlspruch der Sternenflotte in Star Trek. Diese war eine Föderation aus zahlreichen Weltraumzivilisationen im fiktiven Universum zu Star Trek. Doch auch musikalisch wurde dieses Motto umgesetzt und so trägt einer der vermutlich besten und bekanntesten Märsche diesen Titel. Ernst Urbach komponierte diesen Marsch vor etwas mehr als 90 Jahren. Musikalisch führt uns der Marsch tatsächlich auf raue Pfade, denn hier müssen sehr viele Vorzeichen beachtet werden. Doch die Belohnung folgt im Anschluss. Wir gönnen uns und Ihnen eine 20-minütige Pause.
Mit der Fanfare zur Kultserie Raumpatrouille Orion aus dem Jahr 1966 sind wir in die zweite Hälfte des Abends gestartet und befinden uns mitten in der Welt der Science-Fiction-Serien, in denen die Menschheit in ferner Zukunft den Weltraum erobert. Kennst du die Serie? Na klar, die siebenteilige Fernsehserie erzählt die Geschichte des schnellen Raumkreuzers Orion, der mit seiner Besatzung im sich entwickelnden Krieg gegen die fremdartigen Frogs auf Patrouille befindet. Die Geschichte erinnert mich an das doch deutlich größere und ausgefeiltere Science-Fiction-Universum von Star Trek. Dieses basiert auf der Fernsehserie Raumschiff Enterprise. Prägende Figuren waren hierbei Captain Kirk und der erste Offizier Spock, ein Vulkanier mit spitzen Ohren. Raumschiff Enterprise spielt in der Zukunft, genauer im 23. Jahrhundert. Dort ist es für die Menschheit schon gang und gäbe, ferne Weltraumreisen durchzuführen. Die Zuschauer begleiten die Crew auf ihren Abenteuern in fremden Welten und im Umgang mit bislang unbekannten Lebensformen. Ende der 1980er Jahre wurde mit einer Neuauflage unter dem Titel Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert eine moderne Adaption der Originalserie aufgelegt, die nun im 24. Jahrhundert spielt. Captain war dieses Mal Jean-Luc Picard. So entstand über die Jahre ein riesiges und weit verzweigtes Serienuniversum, das in verschiedenen Zeitepochen und Erzählsträngen in momentan 7 Serien und 13 Filmen scheinbar unendlich weitererzählt wurde und wird. Besonderes Erkennungszeichen und Verbindung aller Serien und Filme ist aber die Musik, die vor allem vom 2004 verstorbenen Jerry Goldsmith geprägt wurde. Mit dem nun folgenden Medley gleiten wir musikalisch durch die verschiedenen Generationen von Star Trek. Thank you.
Namensgebend für den heutigen Abend war der Mond, der Himmelskörper also, der unserer Erde am nächsten ist und uns in zuverlässiger Regelmäßigkeit umkreist. Ihm wurden immer wieder auch magische Kräfte nachgesagt, die in vielen Liedern besungen wurden. Da fällt mir ein ganz besonders schönes Beispiel für ein. Die Mondarie aus der Oper Rusalka von Antonín Dvořák. Hierbei greift der Komponist slawische Volksmythen über Wassergeister auf, die wir auch aus dem Disney-Film Ariel die Meerjungfrau kennen. Rusalka ist eine Meerjungfrau, die sich nach einer menschlichen Seele und Gestalt sehnt. Diese Sehnsucht wird in der Mondarie besonders deutlich und bildet im zweiten Konzertteil den Ruhepol, aber auch emotionalen Höhepunkt. Weißt du, worum es in der Oper Rusalka geht? Natürlich! In der Oper erhält Rusalka ihr menschliches Aussehen, doch dafür wird ihr die Sprache genommen. Und obwohl sich ein Prinz in sie verliebt, steht die kühle Art der Wasserwesen einem Happy End im Weg und die Oper endet traurig. Thank you.
Der Mond ist auch zentraler Bestandteil im 1970 erschienenen Song Moon Dance des aus Nordirland stammenden Sängers Van Morrison. Dieser Song ist auch zugleich sein erfolgreichster Hit und wurde von zahlreichen Künstlern, zuletzt von Michael Bublé, gecovert. Wir sehen einen Mann in einer hellen Mondnacht. In den Augen seiner Geliebten glänzen die Sterne. Er hofft, dass seine Geliebte zu ihm kommt, dass er sie umarmen kann. Sein Herz wartet auf sie. Und um ganz in der romantischen Stimmung aufzugehen, bittet er sie um einen Tanz im Mondlicht. Romantisch, oder? Wenn man sich etwas näher mit dem Song beschäftigt, klingt das nicht mehr ganz so romantisch, Helen. Etwas frei übersetzt, doch so lässt sich die Geschichte des Songs in wenigen Worten erzählen. Musikalisch sticht der Song heraus, da er die Stilrichtungen Rhythm and Blues, Folk und Soul, aber auch ganz unverkennbar den Jazz miteinander vereint. Dass der Song nicht nur die romantische Stimmung einer Mondnacht einfängt, weiß ich doch, Georg. Die Frage ist, welche Musik würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Ich schließe mich der britischen Raumforscherin Margaret Adairan Pocock an und ich sage ganz klar Moondance. Dieses Werk beschreibt die magische Atmosphäre des Weltalls. Thank you.
Out of this world, nicht von dieser Welt. Diesmal übersetze ich direkt für dich, Helen. So könnte man auch das Komponistengenie John Williams beschreiben. Denn sein Talent, Filmmusik, insbesondere für Weltraumfilme zu schreiben, scheint von einem anderen Planeten zu sein. Spätestens seit den 1970er Jahren zählt er zu den weltweit bekanntesten, erfolgreichsten und einflussreichsten Filmkomponisten und wurde unglaubliche 53 Mal für den Oscar nominiert, wobei er nur 5 Mal gewann. Selbst jetzt, mit 91 Jahren, wird John Williams nicht müde und komponiert immer noch Filmmusik und tourt als Dirigent durch die ganze Welt, um seine Musik mit den besten Orchestern der Welt aufzuführen. Zwei Oscar-prämierte Kompositionen Williams bilden auch den Rahmen des nun folgenden Medleys Out of This World. Das Star-Wars-Hauptthema und die Melodie zu E.T., der Außerirdische. Dazwischen hören Sie das kämpferische Schicksalsduell, ebenfalls aus der Star-Wars-Reihe, und das zu Unrecht wenig bekannte Hauptthema des Films Space Camp.
Im Laufe des Konzertabends sind wir mit ihnen zu den Sternen geflogen, haben uns der Weltraummusik und großen Filmen genähert und die besondere Atmosphäre von Mond und Sternen gespürt. Doch für viele haben die Sterne auch eine magische und kraftspendende Funktion. Woran denkst du, wenn du an Sterne denkst, Helen? Ganz klar, an das Musical Starlight Express von Andrew Lloyd Webber, welches die Magie der Sterne aufgreift. Das Stück erzählt den Traum eines kleinen Kindes von der Weltmeisterschaft der internationalen Züge. Die kleine, liebenswerte, aber hoffnungslos veraltete Dampflok Rusty tritt gegen den übermächtigen Gegner an, die moderne E-Lok Elektra und die mächtige Diesellok Greaseball. Ganz nebenbei geht es nicht nur um den Sieg bei dem Wettrennen, sondern die drei Loks konkurrieren auch um Pearl, den wunderschönen Erste-Klasse-Waggon. In seiner Verzweiflung ruft Rusty nach dem mythischen Starlight Express, eine Art Gottheit für Züge. Von ihm erhält er Zuspruch und die Kraft, das Rennen, um Pearl zu gewinnen. Hast du das Musical gesehen, Helen? Ja, aber erst in den letzten Jahren. 1984 schon fand die Uraufführung des Musicals in London statt und seit 1988 wird es im eigens erbauten Theater in Bochum ununterbrochen aufgeführt. Dort hält es den Rekord für die längste Spielzeit eines Musicals an einem Ort und begeistert bis heute nicht nur durch die Musik, sondern auch durch die mitreißenden Rollstuhlfahrten mitten durch das Publikum. Nun beginnt unser Starship MVM den Landeanflug. Das sind die Rollstuhlfahrten. Beginnt unser Starship MVM den Landeanflug über Bochum bis zurück nach Mechtersheim. Lehnen Sie sich zum Abschluss nochmal zurück und genießen Sie das nun folgende Medley der wichtigsten und schönsten Melodien des Starlight Express. Wir hoffen, Ihnen hat die Reise mit unserem Raumschiff gefallen und Sie konnten die Klänge rund um den Mond genießen. Bleiben Sie doch nach guter Landung in Mechtersheim noch etwas bei uns und feiern mit uns eine gelungene Reise. Herzlichen Dank für Ihr Kommen und Ihren Applaus. Der Musik für ein Mechtersheim wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Thank you.
erstmal kurz die Danksagung. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr Kommen, für Ihren Applaus. Tatsächlich haben wir ganz zufällig noch eine Zugabe für Sie vorbereitet. Wir gehen noch einmal zu unserem Konzertthema ganz direkt zurück, rund um den Mond, und besingen ihn jetzt ein wenig mit "Der Mond ist aufgegangen". Thank you.
bisschen zu Frank Sinatra. Fly me to the moon. Thank you.